Bier, ne? Ist Betriebsfest? Betriebsfest? Wieso? Weil Nobby da ist. Ah. Ist irgendwas gefeiert, oder was? Naja. Ja. Danke. Sollen wir mit euch beiden anfangen? Nein. Ja? Okay. Okay. Die kommt von dir heute. Schön. Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Hannover 96 mit unserem Trainer Jürgen Klopp. Und an den gebe ich auch gleich mal die erste Frage weiter. In diesem Fall von mir, Jürgen. Wir haben viel gesprochen und gelesen in den letzten Tagen, vor allem über angeschlagene, verletzte Spieler bei uns. Es wäre toll, wenn du uns mal einen Überblick verschaffen könntest, wer denn spielen kann, wer nicht und wer eventuell. Ja, den habe ich mir in den letzten Tagen auch verschafft, um jetzt hier darüber sprechen zu können. Gestern haben das erste Mal am Mannschaftstraining teilgenommen Nuri Sahin, Marco Reus und Jonas Hofmann. Heute das Aufwärmen mitmachen und dann aber weiter individuell trainieren werden Sven Bender und Marcel Schmelzer. Inwieweit das dann fürs Wochenende reicht, ist, entzieht sich im Moment meiner Kenntnis. Auf einem sehr guten Weg, aber noch lange nicht einsatzfähig sind die Herren Piszczek und Gündogan, aber wirklich richtigen Schritt nach vorne getan in den letzten 8 bis 10 Tagen. Und Kehli wird irgendwann nächste Woche, denke ich, so ins Mannschaftstraining möglicherweise einsteigen. Mats Hummels ist gesperrt, der wird definitiv nicht spielen können. Von der Nationalmannschaft sind eigentlich alle gesund zurückgekehrt mit ein paar Schlägen, die sie so abgekriegt haben, aber es sollte kein größeres Problem sein. Gerade die jetzt so viele Spiele hatten oder beide Spiele gemacht haben bei der Nationalmannschaft, die werden heute einfach nur ein bisschen erweitert regenerieren, dann schicken wir die auch wieder nach Hause und da wird also nichts passieren können heute. Und dann haben wir morgen Training und dann weiß ich zumindest, wer zur Verfügung steht und ihr erfahrt es dann am Samstag. Cool. Aber irgendwie werden wir eine Mannschaft hinkriegen, ganz bestimmt. Es ist nicht so schlimm, wie es wie es auch hätte ausgehen können in diesem Moment, aber wer weiß schon, was über Nacht noch passiert. Eure Fragen an Jürgen Klopp, bitte. Wer möchte den Anfang machen? Es könnte eine der kürzesten Pressekonferenzen aller Zeiten werden. Oliver Müller möchte anfangen. Hallo, die Tatsache. Olli sieht gut aus. Was gibt's denn da jetzt zu lachen? Hallo. Du hast so einen leichten Schildkrötenhals gerade. Echt? Ja. Olli, hast du auch was mit den Haaren machen lassen? Ja, Luft getrocknet heute. Okay. So fühle ich. Ja. Also diese Vielzahl von Verletzten, die es jetzt gab, ist das gibt oder vielleicht noch länger geben könnte, ist das einfach eine, sagen wir mal, unglückliche Sondersituation oder ist das auch ein Indiz darauf, dass man sagt, wow, es könnte mit diesem Kader vielleicht ein bisschen eng werden, auf 3 Wettbewerben durch die Saison zu gehen? Was war nochmal der erste Teil? Also war es eher Zufall? Ja, ob das einfach eine außergewöhnliche negative Sondersituation ist. Ja. Also ich weiß gar nicht, also manche Fragen müsst ihr ja gar nicht beantworten, ihr müsst einfach nur mal kurz gucken auf die Kaderliste und dann feststellen, schon ungewöhnlich, dass dann auf einmal 3 Sechser nicht so richtig zur Verfügung stellen. Das heißt, also wie groß muss ein Kader sein, um das dann auch noch qualitativ hochwertig auffangen zu können? Also 7 für eine Position und dann kann aber passieren, was will, dann hast du immer noch einen. Das ist eine außergewöhnliche Sondersituation, würde ich sagen. Normalerweise reicht der Kader ganz, ist ja auch so zusammengestellt worden, ganz locker aus, aber wenn sich dann Verletzungen vor allem auf einer Position häufen, dann wird es per se eng. Und das ist bei uns der Fall, aber das ist ja dann auch nicht zu ändern. Und deswegen muss man damit auch umgehen. Aber es nicht aufzufangen, indem man einfach immer noch mal einen nachschieben kann, immer noch mal einen nachschieben kann. Und wenn dann gar keiner mehr kann, haben wir noch einen, der ist eigentlich der Beste von allen, den haben wir nur vergessen. Also das geht nicht und deswegen müssen wir damit umgehen und das tun wir auch. Also das ist... Verletzungen sind alle komplett unterschiedlich. Also ich denke, bei
Lukas Piszczek war es von vornherein klar, die Situation haben wir bisher auch ganz ordentlich aufgefangen. Ilkay Gündogan war nicht zu erwarten, ist jetzt halt so, aber sieht wirklich gut aus. Sebastian, ganz komische Situation. Die Bänder kannte ich vorher gar nicht, der sich da gerissen hat. Und dann, was haben wir noch? Schmell ist, glaube ich, der Einzige mit einer Muskelverletzung. Manni hat sich durch den Sturz und durch vor allem durch den Aufprall haben sich ein paar Dinge verschoben, die jetzt einfach ein paar Probleme mehr bereiten, als wir es so vermutet hätten. Deswegen hat er eben auch noch nicht trainiert. Ja, so haben wir ganz unterschiedliche Dinge gehabt. Und Marco Reus hat eine ganz normale, hat im Spiel eine abgekriegt, ist dabei umgeknickt. Also nichts ist zu vergleichen mit dem anderen. Und das hat mit der Belastung zu tun, aber nicht mit der übergroßen, sondern mit der normalen Fußballbelastung. Und sowas kommt vor. Ist echt doof, aber auch nicht zu ändern. Und ja, wir haben im Umgang damit schon auch ein bisschen Erfahrung. Also wir werden jetzt nicht heute schon nach Ausreden suchen. Die Fußball-Anne, Anne von Eichels. Jürgen, soweit ich weiß, hast du gegen Hannover mit Borussia erst ein Spiel verloren. Wieso liegen euch die Hannoveraner so gut? Boris, stimmt das? Nein. Generell jetzt oder was? Ja. Also oder gegen Hannover? Bestimmt. Oder? Dort. In Hannover. Was in Hannover? Also jetzt wie viel spielt jetzt? 1 verloren, 2-1. 1 verloren, 2-1. Kommst du jetzt auf ein 4-2? Hast du einen Lattenschuss? Oder was? Oder war es ein anderer Gegner einfach? 4-4 gegen Stuttgart. Danke für eure Hilfe. Danke, Anne, sehr gute Frage. So, jetzt sind alle wach. Habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, Anne, warum die uns so gut liegen. Aber wäre schön, wenn es so bleiben könnte. Aber das ist tatsächlich, wenn es denn so ist, wäre es schön, wenn es so bleiben könnte. Aber das ist nicht so ein richtig guter Ratgeber in so einem Spiel. Es gibt noch mehr schlechte Ratgeber gegen Hannover. Also soll ich zu sagen, okay, die haben auswärts schon lange nicht mehr gewonnen. Gut, wäre irgendwie doof, wenn man dann die erste Mannschaft ist, bei denen es nach ewigen Zeiten dann mal wieder gelingt. Also wir werden uns schon auf uns konzentrieren. Wir waren jetzt 10 Tage nicht zusammen. Die Jungs sind seit gestern alle wieder da. Werden uns unterschiedlich belastet, aber dann haben wir ab morgen haben wir komplette Truppe zusammen und dann werden wir uns auf das Spiel einstellen. Unabhängig von den Spielen, die danach noch kommen. Und ja, die bestmögliche Mannschaft aufstellen und dann Fußball spielen. War eine Weile her, dass wir zu Hause gespielt haben. Das letzte Spiel war ein Auswärtsspiel, ein außergewöhnliches Auswärtsspiel. Wir waren eigentlich in einigen Teilbereichen so gut wie noch nie und verlieren trotzdem 2-0. Genauso hat es sich auch angefühlt, sehr komisch und absolut mies. Und dementsprechend haben wir schon so ein bisschen das Gefühl, dass wir da jetzt gerne das Gefühl eines Sieges schon mal wieder hätten. Der Herr, der sich gleich hinter 3 Kameras versteckt hat. Ja, es sind insgesamt 5, aber egal. Jürgen, ich ja. Uns schon. Ja, denke ich auch. Ich habe mal eine Frage zur Offensivabteilung von Hannover. Es sind ja mehrere Spieler, die in Frage kommen. Ich meine, Jakonan ist noch verletzt. Ich glaube, die anderen könnten. Mit welcher Qualität rechnest du in der Offensivabteilung? Wer würde deiner Einschätzung nach wohl spielen? Und dann habe ich noch eine Frage zu Leonard Biddenkurt. Beobachtest du den noch, seitdem er jetzt nach Hannover gewechselt hat? Und wie schätzt du seine Leistung ein und seine Entwicklung in Hannover? Ja, klar, gucken wir Leo. Gerade auch das U21-Länderspiel gesehen, aus unterschiedlichen Gründen, aber eben auch wegen Leo, der hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Auch wenn. Einen sehr lebendigen Eindruck, aber wenn es gegen Faroe-Inseln dann eben nicht so wahnsinnig cool lief. Und die Entwicklung ist genau die, die wir eingeschätzt haben, dass Leo mit mehr Spielzeit mehr Sicherheit hier gewinnen wird und dementsprechend dann seine Qualität auch eher auf den Platz bringen kann. Das war uns vollkommen klar, deshalb haben wir dem bei ihm auch klar und deshalb haben wir dem Wechsel ja auch zugestimmt auf diese Art und Weise. Ansonsten kann ich jetzt Hannover nur sagen, das Einzige, was sicher ist, dass Jakonan nicht spielen kann. Diouf ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Sobek hat, ich glaube, im Länderspiel jetzt nicht keinen Einsatz gehabt oder wenn dann nur kurz. Ist dementsprechend also einigermaßen ausgeruht, jetzt zurückgekommen. Und ja, damit muss man auf jeden Fall rechnen. Man muss mit Hushti rechnen. Man muss mit einem wiedererstarkten Jan Schlaudraff rechnen.
Lars Stindl ist einer der interessantesten Mittelfeldspieler der Liga, der auf unterschiedlichen Positionen spielen kann. Dann haben sie Leon Andreasen, mein Ex-Spieler, der eine Maschine vor dem Herrn ist. Sie haben seinen Körper für ihn, freue mich sehr, 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 dass das wieder alles funktioniert und der ihm da jetzt wieder alles zur Verfügung stellt. Damit ist da große Kampfkraft gepaart mit Schnelligkeit und Wendigkeit. Und darauf muss man sich einstellen. Und niemand, Hannover eingeschlossen, ich kann erklären, warum das eben bisher auswärts nicht so hingehauen hat, weil sie mit allem, was sie in den letzten Jahren sich erarbeitet haben, eigentlich auch eine klassische Auswärtsmannschaft sind, dieses schnelle Umschaltspiel und diese Dinge. Aber wie gesagt, es ist nicht unsere Aufgabe, dieses Rätsel zu lösen, sondern dafür zu sorgen, dass es, wenn überhaupt, eine Woche später gelöst wird. Und deshalb, ja, es ist eine echte Herausforderung, weil unsere Spieler ja auch mit völlig unterschiedlichen Erfolgserlebnissen zurückkamen. Also wir haben Spieler dabei, die sich qualifiziert haben für die WM, haben andere dabei, die spielen in die Quali und haben andere dabei, also praktisch auf dem letzten Drücker noch in die Quali gerutscht, wie die Griechen zum Beispiel und dann andere, die ausgeschieden sind. So, das alles jetzt wieder praktisch auf Null stellen und sich komplett auf Bundesliga einlassen, das ist auch eine keine Kunst, aber eben eine Aufgabe. Und der stellen wir uns und dann wollen wir unser Spiel so darstellen, dass eben Hannover mehr Fragen hat als Antworten und hoffen, dass uns das gelingt. Norbert, Frage war beantwortet, nehme ich an, wäre dieselbe gewesen. Ne? Philipp, BVB-Total-Zuschauerfrage. Kommt von Frederik Meister aus Bremerhaven. Von allen Mannschaften habt ihr zu Hause die meisten Tore geschossen. Vor allem in den letzten beiden Heimspielen wart ihr sehr treffsicher. Was macht dich optimistisch, dass das am Samstag wieder so klappt? Also ich bin ja ein durchaus optimistischer Mensch, aber unter diesem Aspekt betrachte ich Spiel jetzt nicht, dass ich mir Anzahl geschossener Tore vorstelle, wünsche oder erwarte. Das Gladbach-Spiel hat für uns schon auch so ein bisschen Erkenntnis gegeben, also um jetzt mal nicht zum Heimspiel, sondern generell zu unserem Spiel, dass wir in diesem Spiel keine gute Strafraumbesetzung hatten. Also ganz viel Ballbesitz, aber immer dann, wenn wir zugrunde durchgekommen sind, haben wir es irgendwie nicht hingekriegt, den Strafraum so zu besetzen, dass für den, der am Ball am Fuß zugrunde gegangen ist, dann auch noch eine Anspielstation da gewesen wäre. Das soll man schon anders darstellen, egal ob auswärts oder zu Hause, wenn man so häufig in die Situation kommt. Wir haben tatsächlich nicht zu wenig Tore geschossen, und trotzdem, ihr macht das Thema ja auch gerne mal auf, Thema Chancenverwertung. Das ist extra Chancenverwertung, ist weniger mein Thema als dann noch Häufigkeit der Chancen, die man eigentlich noch haben müsste. Und das ist erstmal die Grundvoraussetzung, viele Chancen zu haben, um überhaupt dann welche verwerten zu können. Und darum werden wir uns kümmern. Aber am Ende ist das Ergebnis, uns jedes Ergebnis recht, hat uns 3 Punkte beschert. Also wirklich auch Grüße nach Bremerhaven, aber soll froh sein, wenn wir überhaupt gewinnen. Falls das wichtig ist, kann man bei Bremerhaven ja nicht hundertprozentig einschätzen. Weitere Fragen? Dirk Krampe. Du hast ja jetzt reichlich angeschlagene Spieler. Inwieweit spielt denn bei der Betrachtung oder bei der Beurteilung ihrer Einsatzfähigkeit auch die Tatsache eine Rolle, dass ihr nächste Woche gar keine habt, Revierderby habt? Also ich verstehe, was man, aber erstmal gar keine. Also das ist jetzt so, bei knappen Geschichten würden wir es nicht machen. Also wenn wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt jemand irgendwie so mit hohem Risiko ins Spiel treiben, dann würden wir es sowieso nicht machen, können wir nicht. Aber es nicht zu machen, nur wegen Arsenal, das kommt nicht in Frage. Also das macht keinen Sinn. Dazu ist auch unsere Situation einfach nicht komfortabel genug. Hätten wir sie da so ein bisschen, einer mehr, also mal auf einer bestimmten Position, dann können wir sagen, der heute, der morgen, aber das haben wir ja so gar nicht und deshalb müssen wir einfach, geht wirklich ausschließlich um Hannover jetzt. Und also jemand zu schonen und der ist dann am Sonntagmorgen beim Training, das er dann zu absolvieren wäre, würde ich rennen mit dem Kopf gegen Pfosten, dann ist er auch eigentlich einsatzfähig. Also deshalb, solche Dinge machen wir zumindest nicht, in unserer jetzigen Situation schon gar nicht. Maximaler Fokus auf das erste Spiel der Woche. Oliver Müller nochmal. Gibt es eine Überlegung, falls diese, anschließend an die Frage, die ich eben gestellt habe, Ausnahme-Sondersituation länger anhalten sollte, im Winter vielleicht tätig zu werden? Ihr habt im vergangenen Winter ja auch Nuri Sahin damals zunächst auf Leihbasis geholt. Ja, den haben wir jetzt ja schon. Also ich würde die Frage, das ist gar nicht schlecht, ehrlich gesagt, Olli, aber ich würde es jetzt beantworten, wenn es nicht so schwierig geworden wäre. Also ich meine, wir geben jetzt schon wieder Spiele ab. Da kann ich ja tausendmal sagen, dass Mats, kann ich sagen, halten wir am Dach, die Bild ist ja so konsequent im
mittlerweile, das ist ja verrückt. Also das kann man sich schon dementieren und Schmarrer bleibt trotzdem weiter. Das ist Klopps Neuer. Also das ist so geil. Und dementsprechend kann ich dazu gar nichts sagen. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, wir denken drüber nach, dann würde ich morgen eine Liste sehen von Leuten, die ich nicht kenne, aber die wir anscheinend verpflichten. Und wenn ich sage nein, dann kann ich jetzt, könnte es genauso gut sein, dass ich mich in 2-3 Wochen komplett wieder revidieren muss. Aber das, deswegen, ja, sagt oder schreibt dazu, was ihr denkt, wäre sinnvoll, wir würden was machen, vielleicht können wir uns ja dann an dem orientieren, was ihr da so... Ich gebe gerne unsere E-Mail-Adresse gleich weiter, also wenn es da Vorschläge gibt, immer gern. Franziska vom Sportinformationsdienst. Eine Frage abseits vom BVB, und zwar hat der DFB ja morgen zur Pressekonferenz geladen, da wird wahrscheinlich der Vertrag von Jogi Löw als verlängert erklärt werden und Hansi Flick als Sportdirektor vorgestellt werden. Sollte dem so sein, wie würden Sie das einschätzen? Ich würde jetzt mal sagen, es ist halt mal wie beim Geburtstag, man gratuliert nicht vorher. Bringt ihr nur Unglück, und das wäre ja für uns alle scheiße. Also dementsprechend würde ich dann doch abwarten wollen, bis da irgendwas verkündet worden ist und dann mich dazu äußern. Weitere Fragen? Oliver Müller mit der dritten Frage. Du hast ja eben schon mal was zum Thema Mats Hummels oder dieser Meldung gesagt. Andere haben sich auch geäußert. Meine Frage geht ein bisschen weiter. Hat man sich an solche Geschichten, Spekulationen, Meldungen mittlerweile gewöhnt? Oder ist es immer noch so, dass es dich ärgert oder dass du befürchtest, dass sowas vielleicht auch für Unruhe innerhalb der Mannschaft sorgen kann? Nein, es ärgert mich nicht, es stört mich nicht, es ist völlig normal. Also ich finde es immer noch ein Zeichen der durchaus positiven Entwicklung von Borussia Dortmund, dass Spieler von uns einfach bei vielen Vereinen irgendwie, also in anderen Ländern auch, man sich vorstellen könnte, dass die Spieler demnächst da die jeweiligen Spitzenvereine verstärken. Das finde ich ehrlich gesagt eher cool. Das Problem ist ja nur, dass wenn man dann einmal, ich glaube, dass wir nicht jetzt bekannt sind dafür, dass wir irgendwie so kompletten Blödsinn reden, wenn es um solche Sachen geht. Aber immer, pass mal auf, also wenn der eine Spieler sagt und der Verein sagt, übrigens, das stimmt nicht, das gibt es nicht, weil es geht ja nicht darum, dass Mats für viele Vereine interessant ist, das kann ich mir sogar vorstellen. Aber dass wir dann auch noch irgendwie uns bereits auf irgendeine Summe geeinigt haben sollen und so weiter, da wird es dann irgendwie ein bisschen lästig, weil das ist einfach Quatsch. Das sind ja so Themen, die braucht ja kein Mensch. Also wenn nichts dran ist. Und das finde ich halt schon eine neue Qualität. Also über Dinge, an denen offensichtlich nichts dran ist, einfach trotzdem 3 Tage zu schreiben. Das finde ich jetzt, also das ist Blatt, also Papier vergeudet, Zeit vergeudet, das ist eigentlich alles vergeudet. Und das wiederum nervt dann, sich damit tatsächlich dann irgendwann, auch wenn es nur kurz ist, zu beschäftigen, weil sobald ich deine Frage vergessen habe, habe ich auch die Antwort vergessen. Und dementsprechend dauert es ja nicht so lange. Aber ansonsten finde ich das komplett in Ordnung, dass Spieler von uns interessant sind für andere Vereine. Sich mal gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass Borussia Dortmund irgendwann so interessant ist, dass die Spieler nur noch lächelnd Danke sagen. Und ja, früher ja, aber jetzt auf die nächsten 10 Jahre gesehen, auf gar keinen Fall. Dirk Krampe nochmal. Jetzt ist von den Wackelkandidaten, die du noch nicht abgeschrieben hast, Marcel Schmelzer der am längsten raus ist, hat sich ja vor den anderen verletzt. Gibt es da wie kann man das sagen? Fahrplan? Nee. Zeitfenster? Noch nicht das richtige Wort. Nein, ich würde gerne wissen, wie ist das dann bei so einem Profi, wenn der mal aus dem Mannschaftstraining raus ist? Wie lange kann man das kompensieren und wann ist so der Zeitpunkt, wo man sagt, jo, jetzt muss er erstmal wieder ein besseres Aufbautraining kriegen? Also im Aufbautraining sind die Jungs ja schon relativ lange. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt praktisch das Ganze nichts gemacht haben und jetzt dann... Ich sage, es geht wieder und dann sind sie auch gerade heute erstmal wieder da. Aber fußballspezifisch hat Marcel auch schon viel gearbeitet. Jetzt Mannschaftstraining richtig konkret eben nicht, also Zweikämpfe und so weiter. Wobei beim letzten Mal diese erneute Verletzung ist ja beim Geradeauslaufen passiert. Beim 100%-Test einfach hinten Zinn gemacht und weg war die Muskelfaser. Ja, kann ich nachvollziehen. Also, früher waren die Fragen übrigens andersrum. Als Alex Frey, 2008 war es so, dass Alex Frey, glaube ich, 8 Monate verletzt war, am ersten Tag wieder trainiert hat, dann habt ihr mich gefragt, und spielt am Wochenende? Das ist definitiv nicht möglich, aber so lange ist er bei Schmelle nicht. Und da hängt es auch von der Situation ab.
wirklich gucken, wie wir das machen, wie wir das auffangen. Erik Dohm ist mit einer leichten Erkältung von der U21 zurückgekommen. Den haben wir gestern erstmal weggehalten von der Mannschaft. Den habe ich vorher vergessen gehabt. Aber der wird wohl auch können, aber hat eine leichte Erkältung. Und deshalb müssen wir einfach mal abwarten, wie wir das dann zusammenstellen. Aber ich würde sagen, in unserer Situation liegt Schmelle noch im Zeitfenster oder im Rahmen oder im, was hast du gesagt? Fahrplan. Im Fahrplan. Ja, ich sehe im Moment keine weiteren Hände. Olli, noch eine vierte Frage? Nein. Gut, also wenn kein Journalist oder kein Mitarbeiter von Sport 5, ich glaube, die sind alle da heute, noch warum eine Frage hat. Warum seid ihr eigentlich da? Stefan, warum seid ihr Mittagspause? Da? Betriebsfest. Gut. Draußen gibt es Brötchen. Dann schließen wir die Pressekonferenz. Guten Hunger und bis zu unserem Spiel am Samstag gegen Hannover. Danke, tschüss.